Bling. Witch. Hallo, hier ist Tim Soat. Und ja, reichlich Verspätung bei mir, aber ich habe auch noch ein Modern Horizons 2 Pre-Release Pack zu öffnen für unsere Challenge, unsere Value Challenge mit allen möglichen YouTubern. Unsere Gruppe ist riesengroß geworden. Es ging ja los mit MTG mit Patrick, MTG Blackset, Malibu und MTG, German Magic Stories und jetzt sind noch so viel mehr dazu gekommen, 2-Tier MTG und more. Ich kann die gerade gar nicht alle aus dem Kopf aufzählen. Ich verlinke auf jeden Fall alle unten, die mitgemacht haben, in der Beschreibung. Und check die auf jeden Fall auch ab. Und das Witzige daran ist ja, ja, Blackie hat mega gut geöffnet und alle irgendwie, weil ich die letzten Male gewonnen habe, haben alle die Erwartungen in mich, dass ich das jetzt rocken muss hier. Und ja gut, dann gucken wir mal. Ich wäre auf jeden Fall ja happy über Fetchlands. Ich sag gleich, was Länder angeht, und das ist ja das Wertvolle hier in Modern Horizons 2, da hatte ich nie so Glück bei meinen Pre-Release-Packs. Was im Sealed ja gut ist, weil da willst du ja nicht Länder haben, weil die sind meistens keine Bomben. Ja, nee, das ist auf jeden Fall, ich freue mich schon mega auf dieses Produkt hier. So lange drauf gewartet, deswegen bin ich jetzt auch einer der Letzten, der es hier macht. Und jetzt muss es sein. Okay, und wir haben... ich halte die Foil auch nicht geheim, ziehe sie gleich. Und es ist Gebäudedurchsuchung. Oh, die ist schon mal nett. Die wollte ich auf jeden Fall auch gern für weiße Decks haben. Ja, das ist immer, wenn eine Kreatur dich oder ein Planeswalker in den Kontrollierst angreift, stelle Nachforschung an. Sehr nice. Also kriegst du einen Clue-Token. Kann man in jedem weißen Commander-Deck gebrauchen. Und dann sind hier haufenweise geile Tokens drin. Die habt ihr wahrscheinlich schon oft genug gesehen. Genau wie den Würfel. Da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, genau wie das Eichhörnchen-Pack hier. Tun wir es einfach wieder rein und machen mit dem spannenden Teil weiter den Booster an und hoffen auf ein paar Fetchlands. Ich glaube, Gebäudedurchsuchung ist jetzt nicht so mega krass als Value-Karte, aber auch nicht schlecht. Also auf jeden Fall eine Karte, die ich haben wollte. Esper Sentinel wäre natürlich noch geiler gewesen. Aber okay, wir fangen mit Darkon Blackblade an. The Blackblade. Okay, deutsche Karten, wie bei jedem anderen Pre-Release-Pack hier auch in Deutschland. Habt ihr schon ordentlich gesehen wahrscheinlich. Ich gehe jetzt nicht so ganz genau auf die Comments ein. Auch wenn solche ganz cool sind, Eindeutig Beweis oder Old Border. Ist schon irgendwie witzig. Durchdringendes Strahlen und ja, die Brücken. Ich will sie alle haben. Ich hoffe, ich ziehe möglichst viele. Ich finde die so geil. Myrodin Artworks. Das Knäuel und die Ebenen. Schon geil. Ja, das Plan. Essenzschinderei. Stahldromedar, auch witzige Karte. Altar des Goyf. Ja, nett. Unsere erste Reprint-Karte. Knochenschleifer. Ja, ist ein Ankommen. Sieht man ziemlich häufig. Und Gran! Geht schon gar nicht gut los. Alter Falter. Eine der teuersten Mythics in dem Set. Wird wahrscheinlich auch teurer als der kleine Affe. Der Affe ist, glaube ich, noch teurer, aber das ist die zweiteuerste. Es ist die... Oh, Blackie, ich mache meinem Namen wieder alle Ehre. Aber ich weiß nicht, ob ich dich schlagen kann. Da brauche ich noch ein paar Fetchlands auf jeden Fall. Oh, okay, richtig heftige Mythic. Das ist schon mal richtig gut. Also damit bin ich schon mal auf jeden Fall nicht letzter. Klar, die muss man hier ein bisschen präsentieren. So. Der Gran. Oh, geil. Ah, ja, Values werden jetzt natürlich immer eingefügt. Ich hoffe, dass ich noch die Values in etwa kriege, die anderen auch hatten, weil die verändern sich ja ziemlich schnell. Kann sein, dass jetzt einiges schon ziemlich günstiger geworden ist. Okay, oh, Schnattersturm. Da freut sich jemand drüber. Und Lichtbogen, da freue ich mich drüber. Yeah, noch eine Brücke, sehr cool. Und noch eine Brücke. Ich habe oft gesehen, dass zwei hintereinander kommen, das ist sehr nice. Kern der Wüste, Ausbreiten der Region, Lavkammer auch sehr cool und Eichhörnchenhorde. Auch sehr schön für die Eichhörnchenspieler. Und ja, Skaldingtal. Okay, Blackie, ich glaube, ich hole dich gerade ein. Scheiße, und eine Rare. Küchenbold, eine Foil. Küchenbold, nice. Oh, teuerstes Fetchland, Alter. Nee, es ist schon wieder unglaublich hier, mein Glück. Kaum zu fassen. Oh, ja, Leute. Ich hab's noch gesagt, schickt mir all eure Pre-Release-Packs, ich mach die für euch auf, ich öffne euch die Fetchlands. Was habe ich gesagt?
So gut. Oh, der ist auch ziemlich nice. Und Myr Schrottling, Myrs mag ich sowieso. Traute des Nekromagiers, geistlicher Rumtreiber, jagendes Rudel, nette Karte und Gedankenüberwacher. Okay, das ist eine nicht so geile Rare. Aber dieser Token, der ist ziemlich geil. Zeitlose Zeugin. Ja gut, nach den beiden kann es natürlich so weitergehen. Die sind ja alleine schon richtig gut. Aber Affinität zu Artefakten, das ist ein Thema, das ich sehr gern mag. Ich habe damals in Meridian ja gespielt. Zwar nicht competitive, sondern Kitchen Table, aber es war schon ziemlich nice. Und weiter geht's. Mehr Infinity. Oh, eine der besten Sketchkarten. Sehr geil. Spät zum Essen. Kev Walker, richtig gut. Und noch mehr Brücken. Sehr schön. Weg des Handschuhe, gar nicht schlecht. Rasend schnell. Fast the Furious. Oh, noch eine sehr gute. Oh ja, yeah. Patria's Bidding. Sehr gut für mein Rattendeck, wollte ich die haben. Und Misty Rainforest. Okay, ich habe Blackie eingeholt. Ich habe Blackie eingeholt. Ah, ist denn das zu fassen? Das gibt's ja gar nicht, ey. Die beiden teuersten Fetchlands und Gram in meinem Pack. Leute. Ja, ich mache meinem Namen wieder alle Ehre. Es tut mir so leid. Oh Gott, das gibt's ja echt gar nicht. Noch mehr geile Lichtbogensachen. Sabas, die Glimmer Wars, fände ich auch gerne. Das ist eine coole Karte, Finsterer Seestern. Oh, die alten Karten sehen schon echt geil aus. Laden Luftakrobat. Achso, ich mache übrigens jetzt kein Sealed-Dings damit. Da kommen noch andere Videos zu. Kein Sealed-Deckbau. Oh, wieder noch zwei Brücken, die ich noch nicht habe. Alter, dieses Pack ist schon so geil, ey. Huselnde Eiche. Arkos Tempeldienerin. Oh, die Krabbenflut. Auch eine sehr witzige Karte. Und Counterspell. Yes, kann man immer gebrauchen. So, das Ganze nochmal ganz kurz sortiert. Ein Booster haben wir noch. Und die Gebäude suchen vielleicht auch nochmal eben hinlegen, fällt mir so ein. Genau, damit wir dann gleich den Value auch noch schön sehen können. Aber wie gesagt, ein Booster haben wir noch und die drei Karten sind sowieso. Der haben wir schon, ey. Jetzt noch das Schwert, das Blackie auch hatte, ey. Aber die beiden hatte er auch. Das sind ja die teuersten Fetchlands, die beiden. Alter, das ist so Hammer. Ah, noch ein Küchenbold. Juwelenaugen, Kobra, Fokusverlust. Ah ja, Lichtbogenmausefänger, geile Karte. Tödliche Agonie, Luftkrakuat. Ah, geile Affinity-Karte, Gefährte des Gastes, Orakel des Sturmgottes. Segnung der Himmelsklinge, nette Verzauberung. Schimmernder Kriecher, auch nett. Schutzgebiet Raptor, okay. Und der Reprint. Ja, Quirion Ranger, den wollte ich auch haben für mein Elfendeck. Ah, ist das wieder schön, dass ich so viele Karten kriege, die ich haben wollte. Und unsere letzte Rare ist der zeitlose Drache. Der ist nett, den mag ich. Und noch ein Eichhörnchen-Token. Gut. Ja. Der Gram könnte es, glaube ich, machen. Das wird jetzt knapp auf jeden Fall. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Preise gesunken sind, ob ich Blackie wirklich überholt habe, weil der hatte ja auch ein Set, ein Pack mit zwei Fetchlands. Also, die beiden, klar, die sind mega teuer. Kann auch sein, dass die immer noch so teuer sind, aber Gram. Ich glaube, Gram steigt eher noch weiter im Wert. Und ist. Klar, auch so geil wie ein Schwert. Also das, die hier sind eher ein bisschen weniger wert, die unteren Karten hier, aber die drei sind auf jeden Fall, die machen was her. Die Foil hier, ja, ist wahrscheinlich nicht so das Allerbeste, aber ich schreibe trotzdem mal kurz dazu, was die wert ist. Genau, Eichhörnchen-Horde, ein paar Eichhörnchen-Karten, über die sich ein Kumpel von mir freuen wird, der Eichhörnchen-Deck bauen will. Viele Karten, die ich haben wollte, fürs Mill-Deck, fürs Rattendeck. Fetchlands sowieso, Gebäudesuchung für weiße Decks und ja, ein Quirion Ranger, ein Counterspell kann man auch vom Commander immer gebrauchen. Sehr geil. Also, wie gesagt, ich werde noch weitere Prelease Packs hier aufmachen. Mit denen werde ich dann noch Seal Jack machen und das war jetzt einfach für unsere Value Challenge hier und ja, also letzter bin ich auf jeden Fall nicht. Glaube ich, erster, wenn es halt die Frage. Da sind schon ein paar gute Karten dabei. Ich rechne es zusammen, zeig's euch jetzt hier auf dem Bildschirm und ja, zu geil. Ah, die beiden Fetchlands. Alter, ey, ich glaub's nicht. Ich will jedes Fetchland einmal haben, jedes Schockland einmal. Und die beiden, die sind schon einen Riesenschritt nach vorne. Jetzt habe ich nämlich drei Fetchlands. Und drei, vier Schocklands, glaube ich, aber. Naja, passt. Passt. Richtig gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Ciao.